Leute, was geht? Hier ist wieder GigaX und herzlich willkommen zu einem weiteren Weapon Guide. Im heutigen Weapon Guide stelle ich euch die besten Klassen-Setups für die PDW vor. Mein erstes Klassen-Setup ist die PDW Rush-Klasse. Dafür braucht ihr die PDW mit dem Schalldämpfer und dem schnellen Magazin. So werdet ihr einfach nicht auf dem Radar gesehen und könnt relativ schnell nachladen. Allerdings könnt ihr nicht so richtig schnell nachladen, weil die PDW ziemlich lange zum Nachladen braucht, auch mit dem schnellen Magazin. Das ist aber nicht so tragisch, weil die PDW mit 50 Schuss ein ziemlich großes Magazin hat. Als extra 1 habe ich Hardliner, damit ihr schnell eure Killstreaks erreichen könnt, als extra 2 Plünderer, einfach damit euch die Munition nicht ausgeht, was bei der Waffe nicht so selten passiert, weil die immer schon viel Startmunition hat, aber weil sie auf hohe Streaks geht, ist Plünderer immer gut. Als extra 2 Zähigkeit, damit ihr nicht so verzieht, wenn ihr getroffen werdet, und als extra 3 wie bei jeder Rush-Klasse extreme Dinge und Gewandtheit, damit ihr viel sprinten könnt und dann auch noch eure Waffe immer schnell parat habt, was auch immer sehr wichtig ist. So, kommen wir nun zur ersten normalen PDW-Klasse. Diese Klasse wird sehr selten benutzt, allerdings ist sie ziemlich stark. Und zwar braucht ihr hier für die PDW mit dem langen Lauf und dem Schnellzielgriff. Mit dem langen Lauf habt ihr einfach eine bessere Reichweite und mit dem Schnellzielgriff seid ihr schnell im Visier. Deshalb macht diese Klasse auch wirklich sehr viel Spaß zu spielen. Als Perks habe ich eigentlich wieder meine Standard-Perks, nämlich Hardliner, Plünderer, Zähigkeit und Gewandtheit. Und Primärgranate und Taktikgranate sind jetzt nicht so wichtig, ihr könntet auch noch eine Sekundärwaffe mitnehmen, aber ich habe jetzt hier C4 und die Handgranate genommen. So, die zweite normale PDW-Klasse ist etwas noobig, weil hier der Lasermarkierer dabei ist, also... Für viele gilt er ja noobig, für mich eigentlich auch, weil ich das aus der Hüfte sprayen kann, ich gar nicht leiden. Aber ich zeige euch hier halt die besten Klassen und da gehört diese Klasse einfach dazu. Dafür braucht ihr die PDW mit dem Lasermarkierer und dem Schalldämpfer. Der Lasermarkierer ist deshalb so wichtig, weil die Waffe ja ziemlich häufig gepatcht wurde. Also am Anfang war die ja richtig stark, mittlerweile wird die nicht mehr so häufig gespielt, weil der Rückstoß einfach enorm hoch ist. Und ja, deshalb ist es gut, wenn man den Lasermarkierer hat, da muss man nicht immer ins Visier gehen, weil das verzieht halt immer so stark. Und ihr habt 50 Schuss, also diese Klasse ist noobig, aber halt ziemlich stark. Müsst ihr euch halt überlegen, was euch jetzt wichtiger ist. Die Perks sind eigentlich wie immer, weil ich diese Perk-Kombination richtig cool finde, nämlich Hardliner, Plünderer, Zähigkeit und Gewandtheit. Und als Primärgranate und Taktikgranate dasselbe wie eben, allerdings könntet ihr wie eben gesagt, das auch für eine Sekundärwaffe oder für einen dritten Aufsatz oder so, für irgendwas könntet ihr das noch tauschen. So, kommen wir jetzt schon zur dritten normalen PDW-Klasse und das ist die PDW mit dem langen Lauf und der Magazinerweiterung. Das ist auch wirklich eine ziemlich coole Klasse, weil die Magazinerweiterung bringt euch ja 65 Schuss und somit habt ihr 15 mehr Schuss im Magazin und 15 mehr Schuss, das ist schon das halbe Magazin von der MSMC oder von irgendeinem Sturmgewehr. Also Magazinerweiterung finde ich bei der PDW ziemlich stark, weil das Magazin so einfach riesig ist. Als extra 1 wie immer Hardliner und als extra 2 wie immer Plünderer und Zähigkeit und als extra 3 wie immer Gewandtheit. Primärgranate und C4 ist jetzt zum dritten Mal genau dasselbe. Und zum dritten Mal sage ich aber auch, dass ihr das wieder für irgendwas tauschen könntet, wenn ihr Lust habt. So, jetzt kommen wir zu einer etwas schwierigeren PDW-Klasse, die ist ähnlich wie die MP7-Klasse, die ich beim letzten Video, also beim letzten Weapon Guide gezeigt habe. Und zwar ist das die PDW mit dem langen Lauf, der Magazinerweiterung und dem Schnellfeuer. Der lange Lauf ist einfach, wie eben gesagt, für die Reichweite sehr wichtig und das ist bei der PDW auch der größte Vorteil, weil was sie mit der Feuerrate nicht so richtig kann, das sollte man mit der Reichweite oder beziehungsweise dem Schaden, hängt ja zusammen, sollte man das wieder wegmachen, weil die sonst allen Waffen nachhängen. Die Magazinerweiterung, ja, habe ich eben gesagt, damit ihr einfach ein Riesenmagazin habt. Und Schnellfeuer ist auch ziemlich vorteilhaft, weil ihr dann einfach 900 Schuss schießen könnt und das Riesenmagazin trotzdem nicht so schnell leer geht. Und ja, allerdings ist der Nachteil, dass ihr mit Schnellfeuer einfach noch höheren Rückstoß habt. Also, der Rückstoß ist ja so normalerweise schon hoch. Allerdings kann ich euch da einen kleinen Tipp geben, den habe ich letztens selber rausgefunden. Also, es ist bekannt, dass man sowas machen kann, aber ich habe es letztens zufällig mal ausprobiert und habe damit auch direkt einen Swarm erreicht. Also, irgendwie klappt's. Und zwar müsst ihr immer so ein bisschen Burst feuern, also ich finde es unnötig, jetzt da extra den Feuermodus mitzunehmen. Allerdings solltet ihr, wenn ihr mit der PDW im Visier seid, nicht die ganze Zeit durchsprayen, weil der Rückstoß, der ist einfach enorm. Also da kann man auch schlecht gegen ankämpfen wie bei anderen Waffen, weil der so ziemlich ungleichmäßig ist. Wenn ihr aus der Hüfte schießt, könnt ihr von mir aus durchsprayen, ist zwar noobig, aber da ist Burstfeuer jetzt nicht so wichtig. Aber wie gesagt, wenn ihr im Visier seid, dann Burstfeuert ein bisschen, müssen jetzt nicht 3 Schüsse sein, ihr könnt auch 5 bis 10 Schüsse, also 10 schon ein bisschen viel. Versuch mal so 5 Schüsse und dann wieder kurz neu zu aimen. Das könnt ihr auch ziemlich schnell hintereinander machen, also es dauert nicht viel Zeit. Und ja, dafür seid ihr halt viel präziser und ich finde, das ist vor allen Dingen auf etwas weitere Distanzen ein ziemlich guter Vorteil. Und meine Perks sind wie immer gleich, nämlich Hardliner, Plünderer, Zähigkeit und Gewandtheit. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ja, das war's für heute. Haut rein, Leute.